Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Jetzt schauen wir noch kurz in die Einstellungen. Das stolze nehmen wir mal wieder zurück. Und dann laden wir auch schon den Spielstand. So, jetzt sind wir im Arkanen Residuum gestern angekommen. Das überspringen wir. Im Endeffekt das, was wir gestern auch schon hatten. Genau. Und dann schauen wir mal hier weiter. Wir hatten ja gestern im Gebiet ja schon mal alles abgegrast. Und da vorne steht jemand. Guys, it's all right. Reigns is a sanctum officer. He's been helping us out. Why are you here? Reigns! You traitor! I put you on the path. That was my focus. You're a lessee? Since long before we met, I did my best to assist you, as bid by the Sanctum Falci. Now do you understand? The Falci have watched over you, guiding your every step. The luck that saved you time and again was a deliberate machination. Why, you may ask? The Primarch, or should I say, Bartandalus, is crafting you into the instruments of Cocoon's demise. We've been played for fools. A Cocoon Falci? Why? Why? To restore the Maker. The Maker? The entity responsible for creating both humans and Falci. Long ago, the Maker departed this world, leaving the two races behind. In a sense, human and Falci are brothers, orphaned by the same parent. As for the humans, they forgot the order imposed by the Maker. They began to war amongst themselves for the first time in history. The Falci focused on recalling their lost deity and returning the world to its former glory. This purpose lies at the heart of all their actions. Calling back the Maker requires a fitting sacrifice. Yeah. We've heard. The destruction of Cocoon. The lives of this world's entire populace. In bloody tribute. No. That's crazy talk. I don't get it. Why do they need us? Couldn't the Falci end Cocoon with just a thought? Their existence is bound to the creation and maintenance of this floating shell. It is their very nature that holds them in check. You mean Cocoon Falci can't destroy Cocoon? They needed tools. If we can stop this by doing nothing, we'll do nothing. Noble, I expected as much. You lied to us. What happened to your dream of rebuilding Cocoon for the people? Was it all a lie? A shadow of a dream. From when I was human. It was change I craved, and once I'd built the influence to make things happen, there was change. I gained all the power I could hope for, but was a puppet with no will to wield it. It wasn't the Falci who changed. It was me. You were made a lessee? A lessee. Tied to an inescapable focus, a slave of destiny.
I'd lost hope. I'd all but given up on dreams of freedom. What are you saying? I'm here of my own accord, not by Falci order. Seeing you fight brought it all back. Brought back that future I once strove for. I too will challenge my fate. Easy, guys. If I can defeat you here, the Falci plan will fail. Reins! I will use all my remaining power. I will set you free! Okay. Reins. Gut, wir machen zuerst mal eine Analyse. Okay, war klar, dass der keine Schwächen hat. wie viel TP hat der? 200.000, okay. Ja, greifen wir einfach mal an, schauen wir mal, was passiert. Ja, so gut, solange er hier in der Verteidigung ist, ist das eigentlich alles in Ordnung. Da können wir auf jeden Fall die Prozente ein bisschen hochbringen. Aber wenn er mal angreift, dann geht's auch gleich rund. Dann schauen wir auf jeden Fall mal, dass wir ihn in den Schockzustand bekommen. Und jetzt müssen wir zuerst allerdings 1-0 ein bisschen unter die Arme greifen. Jawohl. Und wenn er im Schockzustand ist, würde ich Odin beschwören. Aber wenn er ein LC ist, dann hat er wahrscheinlich auch irgendeine Esper oder sowas. Okay, gehen wir nochmal hier rein. Cornel sollte auf jeden Fall nochmal so einen Angriffs... Oh, der hat sogar Nachsetzen. Also Cornel sollte auf jeden Fall nochmal so eine Welle überstehen. Und jetzt ist er eh im Abwehrmodus. Lightning auch nochmal angreifen, dann wechseln wir kurz zum Heilen. Und wir brauchen einen Verteidiger. Seraphim Geist, was wird das jetzt? Okay, das hat Vanille erwischt. Und jetzt bufft er sich hoch. Wir brauchen mal eine Phönixfeder. Dann heilen wir uns mal kurz hoch.
Und Lightning soll einfach mal den Schockbalken oben halten. Perfekt, und ab in den Blitzschlag. Ne, wir warten noch. No hat das durch die Verteidigung, also durch das er Verteidiger ist, ist ganz gut im Griff. Okay, und ab in den Blitzschlag. Perfekt. Schauen wir mal, dass wir vielleicht auf 500% bekommen. Jo, perfekt. Dann gehen wir kurz in die grüne Front. Lassen Lightning ein bisschen hochheilen. Und dann kommt Odin dran. So, Light über 1000 wäre nicht schlecht. Perfekt. Also, beschwören Odin. Odin. Also, greifen wir nur ein bisschen an. Und wir sollten jetzt schon mal in den Metamorph-Modus, weil der Schockbalken gleich wieder weg ist. Aber wir haben ihn immerhin auf 700% bekommen, das ist schon mal sehr gut. Schockbalken ist schon weg, aber gut. Wir haben uns schon relativ weit unten. Und jetzt machen wir mal die letzte Attacke. Well done. So, er hat noch 61.000. Ja, wir bleiben auch in der grünen Front. Ja, ist ja gut. Hallo, was geht ab? Mach mal langsam. Okay, ab in den Blitzschlag. Geht immer momentan relativ schnell runter. Wir müssen hier mal ein bisschen mit Heiltränken helfen. Wahnsinn. Jo, und mal wieder eine Phönixfeder. Und nochmal eine. So, wir können jetzt mal die Front wechseln. Thanks. Thank you. Und wir gehen hier nochmal auf den Verteidiger. Verteidiger und Heiler quasi. Lightning soll sich mal um die Prozente kümmern erstmal, damit sie oben bleiben. Jetzt ist ja auch schon wieder eine Verteidigung. Nutz mal aus mit einem Blitzschlag. Und jetzt nochmal in den Trilith.
You are mine! Ja, so funktioniert es auf jeden Fall schon viel besser. Warten wir kurz, bis er wieder in die Verteidigung geht und dann gehen wir in den Blitzschlag. Perfekt. Blitzschlag. So, ich glaube es aber nicht, dass es bei dem Kampf bleibt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch eine zweite Phase kommt. Bleiben erstmal hier, bis Vanille alle Zustände weg hat von uns allen. Wie viel TP hat er noch? 5000, ja, gut. Oh, das könnte Light auch so schaffen. Oder wir gehen in den Blitzschlag, dann geht es ein bisschen schneller. Jetzt ist er in der Verteidigung und steckt da natürlich nicht mehr so viel Schaden ein. Und 900 noch. ...6000 Kristallpunkte, eine Tetra-Krone und Werkelstube Mogri. Und Kristarium hat sich erweitert, sehr gut. What? Did he complete his focus? I don't think so. All Reigns did was try to save Cocoon in his own way. His own way. Hey! Where are you? Snow! I think Reigns was searching. Searching for a way to make us understand. To understand the frustration of being a Lassie. A Lassie bound to a focus. And maybe what it meant to be human. Okay, das heißt, seine Bestimmung war gegen uns zu kämpfen. Und zu verlieren? Naja. Jetzt
Oh, da sieht man mal erst, wer alles wirklich als sie ist. Ah, und auch durch das, was wir bei Portandalus gesehen haben. Okay. Halt, wir schauen kurz noch ins Kristallium. Da gibt es jetzt was Neues. So, da machen wir, schauen wir mal, dass wir einen Brecher voll machen. Oh, das funktioniert nicht. Da reichen die Kristallpunkte nicht, bin mir ziemlich sicher. Ja, ein so ein Strang kostet schon knapp 5000 Punkte. Aber die ganzen TP-Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. Mit Lightning nehmen wir auch schon über 2000. So, bei Snow ist es wichtig, dass wir den Verteidiger vielleicht noch ein bisschen aufleveln. Oh, der Konter ist auch nicht schlecht. Ich glaube, der muss jetzt auf jeden Fall öfter mal einen auf Verteidiger machen. Von dem her ist der Konter echt nicht übel. So, bei Vanille gehen wir auf den Heiler. Oh, sie hat noch einen ATP-Abschnitt bekommen. Vidra. Je größer der ATP-Verlust, desto höher die Heilungsrate, okay. So, bei Hope gehen wir auch auf den Heiler. Okay. Hope kann jetzt ein neues Accessoire, also ein weiteres Accessoire tragen. Rüsten wir dann auch gleich aus oder machen wir gleich, bevor wir es vergessen. Bekommst du TP, wäre echt nicht schlecht für dich. Schauen wir mal, dass wir noch einen Armreif irgendwo finden. Carbonreif, haben wir vielleicht noch was Besseres? Breiter Reif. Okay, dann bleiben wir erstmal beim Carbonreif. Sonst wird es auch noch 150, aber okay. Passt, dann Sash. Halt. Ja, dann machen wir auch den Brecher. Den Seelenstoß ignorieren wir erstmal, den holen wir uns später dazu. Ja, und so schnell sind 50.000 KP weg. Was machen wir bei dir? Bei dir machen wir mal den Manipulator. Pein und Peingor, das heben wir uns auf. Wir müssen sowieso noch mal irgendwann Kristallpunkte formen, so wie es ausschaut. Und das speichern wir jetzt noch mal. Dann drücken wir hier mal auf den Knopf. Dann begrüßen uns hier ein paar Detonatoren.
die wir natürlich hoffentlich alle schon mal down bekommen. Wo es jetzt hingeht. Den ersten, ich sag mal, härteren Gegner, den haben wir auf jeden Fall schon mal hinter uns. Aber ich habe so das Gefühl, wenn das nicht alles ist, was hier drin auf uns wartet. Vor allem die Frage ist halt, woher hat Reigns gewusst, wo wir sind? Da waren wir doch auch schon mal. Und wir müssen da nach vorn. Ja, jetzt in dem Fall gehen wir einfach mal nach vorne. Und da kämpfen die Gegner schon gegeneinander. Das ist nicht mal so übel, denke ich. Und die gehen natürlich trotzdem auf alle und auf uns halt. Okay, haben wir zuerst die Gelees weg. Dann gehen wir in die grüne Front. Sollte aber reichen mit der Heilung. Perfekt. So, wo müssen wir da hin? Ja, auf jeden Fall nur ein bisschen weiter nach rechts. Okay, haben wir zuerst das Gelee um. Und natürlich gehen wieder alle auf uns. Thanks. Und jetzt hat Light schon mal 2000 TP, aber irgendwie geht's doch schon alle runter. Mal kurz in den Blitzschlag, machen wir den fertig. Und vielleicht klappt es, dass wir ihn auch noch fertig bekommen, ohne dass wir nochmal heilen müssen. Oh, vorsichtshalber. Gerade eben, weil es Lightning ist. So, jetzt soll es aber reichen.